die Kamera einfach per Smartphone oder Tablet bedienen, möglich wird dies durch eine schnelle WLAN-Verbindung. Damit Sie die besten WLAN-Digitalkameras finden, haben wir 1267 Tests ausgewertet, den letzten am 15. Juni 2022. Unsere Quellen: Das erste Produkt auf unserer Liste ist Panasonic Lumix LX102. Die zweite Auflage der Lumix LX100 kommt mit einem Micro Four Thirds Sensor, der eine effektive Auflösung von 17 Megapixeln liefert. Da der Sensor größer ausfällt als bei Kompaktkameras üblich, verspricht die LX gerade bei wenig Licht noch eine verhältnismäßig gute Bildqualität. Daran hat auch das mit f1,7, f2,8 sehr lichtstarke Objektiv einen Anteil. Bei der Bedienung setzt Panasonic auf klassische Einstellräder. So lässt sich die Belichtungszeit direkt einstellen und die Blende mit einem Ring am Objektiv auswählen. Ein dreifacher Zoom bietet zudem ein Mindestmaß an Flexibilität. Wer eine leistungsstarke Kompaktkamera sucht, wird hier für vertretbare 950 Euro fündig. Das Vorgängermodell Lumix LX100 wird derzeit für rund 530 Euro angeboten, bietet aber auch eine mit 12,8 Megapixeln geringere Auflösung. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist Panasonic Lumix DCF-Z1002. Aus dem Hause Panasonic kommt mit der Lumix DCF-Z1002 der Nachfolger der beliebten Lumix DMCF-Z1000. Auf den ersten Blick lassen sich kaum Unterschiede erkennen, beide verfügen über einen 1-Zoll-Sensor, lösen mit 20 Megapixeln auf, decken einen Brennweitenbereich von 25 bis 400 mm ab, 16-fach Zoom, und bieten eine Lichtstärke von f2,8 bis 4. Was hat sich also verändert? Gibt es neue Features? Lassen Sie uns mal einen Blick auf das neue Modell werfen. Was wurde verbessert? Optisch hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht sehr viel getan. Bildquelle: panasonic.com. Die neue Bridge-Kamera wurde vor allem technisch auf den Stand der Zeit gebracht. So verfügt die FZ1002 über einen Touchscreen, der es Ihnen ermöglicht, den Touch-Autofokus sowie weitere Funktionstasten zu nutzen. Das Display erfreut sich nun außerdem auch an einer etwas höheren Auflösung. An der Beweglichkeit hat sich nichts geändert. Es lässt sich weiterhin schwenken und umklappen und ermöglicht Ihnen damit Aufnahmen aus den verschiedensten Perspektiven. Im Allgemeinen hat Panasonic kleine Detailverbesserungen vorgenommen, einen größeren Sucher, mehr Pufferspeicher bei Serienbildern und neben einer WLAN-Verbindung können Sie Smartphones, Tablets oder PCs nun auch via Bluetooth mit der Kamera verbinden. Das spart kostbare Akkukapazitäten. Apropos, der Akku ist etwas langlebiger geworden und soll nun bis zu 440 statt nur 360 Aufnahmen, nach Cheaper-Standard, schaffen. Welche neuen Features werden Ihnen geboten? Die 4K-Fotofunktion ermöglicht Ihnen, Motive einzufangen, die sich sehr schnell bewegen und mit der klassischen Serienbildfunktion nicht zufriedenstellend festgehalten werden können. Die Aufnahmen bieten eine Auflösung von 8,4 Megapixeln. Sie haben die Wahl zwischen Bildserien, die wahlweise auch schon vor dem Auslösen aufnehmen, und Fokusserien, bei denen Sie hinterher das Foto mit dem besten Fokus auswählen können. Außerdem können Sie für ein Foto mit hoher Schärfentiefe Ihre Serien per Stacking zu einem Bild zusammenfügen. Videofilmer, aufgepasst! Wenn Sie 4K-Filme aufnehmen möchten, können Sie das nun mit 30 statt 25 Bildern pro Sekunde. Nach viel Kritik am Vorgängermodell hat Panasonic die unterschiedlichen 4K-Videobildfrequenzen bei PEL, Europa und NTSC, USA, nun auch hier behoben. Bei den Full-HD-Aufnahmen sind nun Bildraten von 60 statt 50 Bildern pro Sekunde möglich. Die Lumix DCF-Z1002 verfügt außerdem über einen Mikrofonanschluss. Lohnt sich ein Umstieg vom Vorgänger? Wenn Sie großen Wert auf die 4K-Fotofunktion und einen Touchscreen legen sowie die Kamera gerne drahtlos mit anderen Geräten verbinden, ist die neue Bridge-Kamera auf jeden Fall attraktiv. Ein Wechsel lohnt sich in diesem Fall. Der mittlerweile 5 Jahre alte Vorgänger gilt nicht als komplett veraltet. Panasonic weist aber darauf hin, dass es sich bei der DCF-Z1002 um Detailverbesserungen handelt.
Wenn Sie besagte Features also nicht benötigen, erhalten Sie mit der FZ1000 für knapp 300 Euro weniger noch immer ein gutes Modell. Das könnte auch für Neueinsteiger relevant sein. Überlegen Sie sich vor dem Kauf am besten, welche Features Ihnen wichtig sind und worauf Sie verzichten können. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sony ZV-1. Mit der ZV-1 beschreitet Sony einen ungewöhnlichen Weg. Denn die Kompaktkamera ist nicht vornehmlich auf die Aufnahme von Fotos ausgelegt, obwohl sie dies auch kann, sondern auf das Erstellen von Videos. Sichtbar wird dies beispielsweise an der großen Videoaufnahmetaste auf der Oberseite, dem ungewöhnlich großen Stereomikrofon und dem dreh- und schwenkbaren Touchscreen. Umfangreiche Videofunktionen. Auch unter der Haube verstecken sich einige für eine Kompaktkameras ungewöhnliche Videofunktionen. So beherrscht die Kamera das HLG-Format, das vor allem für die Nachbearbeitung von Videos und das Color Grading interessant ist. Ein ND-Filter, mit dem das Bild bei Bedarf abgedunkelt werden kann, ist ebenso vorhanden wie eine Zebra-Funktion zur Warnung bei Überbelichtung. Per HDMI kann auch ein externer Rekorder angeschlossen werden. Kamera-intern werden Videos maximal in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde und 100 Mbit pro Sekunde aufgenommen, wobei das Bild per Oversampling berechnet wird und so eine hohe Detailtreue verspricht. Bei Bedarf können Sie ein externes Mikrofon per 3,5 mm Buchse anschließen. Für das interne Mikrofon befindet sich bereits ein Windschutz im Lieferumfang. Kann auch Fotos. Ungeachtet der Videofähigkeiten kann die ZV-1 natürlich auch Fotos schießen und macht auch dabei eine gute Figur. Dank des 1 Zoll großen Sensors, der auch in den neueren Modellen der AREX 100-Reihe eingesetzt wird, gelingen detailreiche und rauscharme Aufnahmen. Die Fachseite dkamera.de hebt im Test zudem die schnelle Arbeitsgeschwindigkeit und den flotten Autofokus hervor. Dennoch, sollte Ihr Fokus vor allem auf dem Fotografieren liegen, bietet sich eines der AREX 100 Modelle eher an, etwa die RX 104. Preis und Alternativen. Die ZV-1 geht für rund 800 Euro über die Ladentheke, das ist angesichts der umfangreichen Ausstattung im Videobereich ein guter Preis. Für 100 mehr bietet Sony die Kamera auch im Set mit einem Bluetooth-Handgriff an, mit dem Sie die Kamera halten und steuern können und der auch als Tischstativ genutzt werden kann, gerade für Filmer und Vlogger sicherlich eine lohnende Mehrinvestition. Als Alternative könnte eine Systemkamera in Frage kommen, welche Ihnen durch die Möglichkeit, das Objektiv zu wechseln, größere Flexibilität bietet. Die X-T200 von Fujifilm ist beispielsweise ebenfalls in Hinblick auf das Vloggen optimiert und liegt inklusive Objektiv in der gleichen Preisklasse wie die ZV-1. Sie fällt insgesamt allerdings deutlich größer und schwerer aus. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sony CyberShot RX107. Professionelles Autofokussystem in einer Kompaktkamera. Sie wollen Ihre Kinder beim Spielen oder actionreiche Sportszenen treffsicher einfangen, ohne eine große Spiegelreflex- oder Systemkamera mitschleppen zu müssen? Sony verspricht mit der RX107 genau die passende Kamera im Angebot zu haben. Sie ist so kompakt, dass sie locker in die Jackentasche passt, bietet einen achtfachen Zoom und greift beim Autofokus teilweise auf Technik zurück, die auch in Systemkamera-Spitzenmodellen wie der Sony Alpha 9 oder der Alpha 7 R4 steckt. Dieser erkennt automatisch, wenn sich Personen im Bild befinden und hält bei Bewegung quasi in Echtzeit die Schärfe auf den Augen. Professionell mutet allerdings auch der Preis an. Als unverbindliche Preisempfehlung gibt Sony 1299 Euro aus. Was ist von der Bildqualität zu erwarten? Auch wenn fundierte Testberichte derzeit noch ausstehen, ist es wahrscheinlich, dass sich die RX107 in etwa auf dem Niveau ihrer Vorgängerin RX100Y bewegen wird. Und diese konnte bereits in zahlreichen Tests mit ihrem Sensor im 1 Zoll Format und einer sehr guten Bildqualität bis in hohe ISO-Bereiche um 1600 überzeugen. Ausführlichere Informationen zur Bildqualität finden Sie an dieser Stelle, sobald die ersten Testergebnisse verfügbar sind. Wie gut eignet sich die Kamera für YouTuber? Die RX107 mit angeschlossenem Mikrofon. Da ihr ein Zubehörschuh fehlt, muss das Mikrofon über eine Extrahalterung angebracht werden. Bildquelle: sony.de
Auch in Sachen Video wurde die siebte Version der RX100 leicht aufgerüstet. Erstmals erhält sie einen Mikrofoneingang, wodurch es einfacher wird, Ton in hoher Qualität aufzuzeichnen. Auch der verbesserte Autofokus kommt Ihnen bei Videos zugute. Ansonsten bleibt es bei der bereits recht guten Ausstattung der Vorgängerin. 4K kann mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden und Full HD sogar mit bis zu 120 Bildern, worüber Sie sich freuen dürfen, wenn Sie Fan von Zeitlupenaufnahmen sind. Bei weiter verminderter Auflösung sind sogar 1000 Bilder pro Sekunde möglich. 4K-Aufnahmen sind jedoch auf 5 Minuten beschränkt, um ein Überhitzen zu vermeiden. Diese Schutzfunktion können Sie zwar abschalten, dann kann es aber passieren, dass die Kamera nach dem Erreichen einer bestimmten Temperatur von selbst die Aufnahme abbricht. Wenn Sie Ihre Videos im Nachhinein gerne bearbeiten und Farbanpassungen durchführen möchten, stehen Ihnen S-Log 2, S-Log 3 und HLG als Aufnahmeprofile zur Verfügung. Lohnt sich ein Umstieg vom Vorgängermodell und welche Alternativen bieten sich an? Im Vergleich zum Vorgängermodell RX100Y bietet die Kamera nur wenige Verbesserungen. Zwar wurde das Autofokussystem optimiert, dieses lag allerdings auch beim Vorgänger schon auf einem sehr hohen Niveau, das für die meisten Anwender ausreichen sollte. Wenn Sie zudem auf den Mikrofoneingang verzichten können, bietet sich der Griff zum Vorgängermodell an, das derzeit zu Preisen um 1.100 € gehandelt wird und im Preis auch noch etwas fallen dürfte. Eine weitere Alternative ist die Lumix TZ202 von Panasonic, die mit einem 15-fachen Zoom aufwartet, dabei allerdings etwas weniger lichtstark und auch nicht ganz so handlich wie die RX100 daherkommt. Dafür kostet sie mit derzeit rund 650 € gerade einmal die Hälfte. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sony RX106. Wer ein exzellentes Verhältnis aus Kompaktheit, Lichtstärke und Zoomfaktor sucht, der wird an der RX106 von Sony kaum vorbeikommen. Keine andere Kompaktkamera mit großzeitig verhältnismäßig hohen Lichtstärke. Zudem verfügt die Kamera über einen sehr schnellen Autofokus und erweiterte Videofunktionen wie Hybrid Low Gamma, HLG und Superzeitlupe. Das Display lässt sich nach oben und unten klappen, verfügt über einen Touchscreen und kann auch für Selfies genutzt werden. Ein elektronischer OLED-Sucher ist ebenfalls an Bord. Für diesen kompakten Edel-Allrounder muss allerdings tief in die Tasche gegriffen werden. 1.300 € werden fällig, die aufgrund der einmaligen Ausstattung jedoch nicht überzogen erscheinen. Der nächste Produkt ist Canon PowerShot G7X Mark III. Mit der PowerShot G7X Mark III bringt Canon Anfang August eine neue Edelkompaktkamera für knapp 780 € auf den Markt. Optisch hat sich im Vergleich zum Vorgänger, der G7X Mark II, auf den ersten Blick nicht viel getan. Das Gehäuse mit dem klappbaren Display sieht sehr ähnlich aus, beide Modelle verfügen über den rückwärtig belichteten 1-Zoll-Sensor, der mit 20 Megapixeln auflöst und nutzen erfreulicherweise auch das gleiche lichtstarke Objektiv, das einen 4,2-fach Zoom bietet und einen Brennweitenbereich von 24 bis 100 mm im Kleinbildformat abdeckt. Doch die neue Edelkompaktkamera bietet noch einiges mehr. Die PowerShot G7X Mark III von Canon bietet ein klappbares Display zur besseren Bildkontrolle sowie einen aufklappbaren Blitz mit vielen Funktionen. Bildquelle: canon.de. 4K, Streaming und mehr Power unter der Haube. Ihre Videos können Sie nun in Ultra HD mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen, während Sie mit der Mark II nur in Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde filmen konnten. Während das Vorgängermodell nur WLAN als Schnittstelle anbieten konnte, trumpft die neue Mark III zusätzlich noch mit Bluetooth auf. Als erste digitale Kompaktkamera ermöglicht sie drahtloses Livestreaming und ist somit auch für Vlogger oder andere Livestreaming-Freunde interessant. Ein weiteres tolles Feature: die Kamera erkennt mittels Lagesensor, wenn Sie im Hochformat filmen, und speichert die Videos dementsprechend, damit Sie sie korrekt gedreht abspielen können. Canon stattet die G7X Mark III außerdem mit einem leistungsfähigeren Prozessor, der JIG 8, aus und ermöglicht so eine Serienbildgeschwindigkeit von 20 Bildern pro Sekunde für bis zu 89 CROs, 55 RAWs und 118 JPEGs.
Der Vorgänger konnte gerade einmal eine 8 Bilder pro Sekunde für bis zu 19 RAWs und 30 JPEGs bieten. Welche Bildqualität wird mir geboten? Während umfangreiche Praxistests zur Bildqualität noch auf sich warten lassen, können zum Beispiel beim Online-Magazin efotocine.com schon erste Sampleaufnahmen begutachtet werden. Diese zeigen eine ziemlich hohe Detaildichte, die sich hoffentlich auch in einem guten Rauschverhalten bei höheren ISO-Werten niederschlägt. In Sachen Lichtempfindlichkeit können Sie den ISO diesmal manuell bis 25.600 statt nur bis 12.800 nutzen. Bereits das Vorgängermodell konnte mit seinem lichtstarken Objektiv die Fachmagazine mit einer Top-Bildqualität, auch bei wenig Licht, überzeugen. So viel Ausstattung in so wenig Gehäuse. In dem kompakten Gehäuse, das gerade einmal 300 Gramm auf die Waage bringt, finden ein eingebauter, aufklappbarer Blitz, ein optischer Bildstabilisator, Lens Shift, sowie ein Kontrastautofokus mit 31 Messfeldern Platz. Im Vergleich zum Vorgänger kommt ein etwas leistungsstärkerer Akku, der mit einer Ladung nach Chipa-Standard bis zu 320 statt 265 Bilder schafft. War der Fernzugriff beim Vorgängermodell noch lediglich über Smartphone oder Tablet per WLAN möglich, so können Sie nun auch auf einen akkusparenden Bluetooth-Auslöser zurückgreifen. Sonst noch etwas? Ja. Bei der Videoaufnahme müssen Sie sich nicht auf die Tonqualität des integrierten Mikrofons verlassen, denn die kleine Edelkompakte verfügt zusätzlich über einen 3,5 mm Mikrofonanschluss. Was sich nicht geändert hat, ist das 3 Zoll große Display, das sich um 180 Grad nach oben klappen und als Touchscreen nutzen lässt. Auch die Auflösung von 1.040.000 Bildpunkten ist identisch zum Vorgänger. Klappen Sie das Display hoch, können Sie den Bildausschnitt, zum Beispiel beim Streamen, selbst beurteilen. Als Selfie-Freund kommen Sie hier ebenfalls auf Ihre Kosten. Für die ultimative Flexibilität hätte Canon das Display aber noch schwenkbar machen können. Auf einen elektronischen Sucher müssen Sie bei diesem Modell ebenfalls verzichten. Benötigen Sie diesen unbedingt, könnte das Schwestermodell PowerShot G5X Mark II oder deren günstigere Vorgängerin interessant für Sie sein. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Panasonic Lumix TZ96. Was kann die TZ96 besonders gut? Die TZ96 präsentiert sich als kompakte, leichte und flexible Reisekamera. Sie bietet Ihnen einen 30-fachen Zoom, wobei der Weitwinkelbereich bereits bei 24 mm, umgerechnet ins Kleinbildformat, anfängt. Das erlaubt es Ihnen beispielsweise, weitläufige Landschaften sehr gut einzufangen. Gleichzeitig ist der Zoom stark genug, um auch weit entfernte Objekte oder Tiere groß abzulichten. Da die TZ96 offenbar das Objektiv und den Sensor ihrer Vorgängerin Lumix TZ91 geerbt hat, liefert sie wie diese eine gute Bildqualität bei ausreichendem Licht. Bei weniger Licht schwächelt der kleine Sensor allerdings, sodass recht früh Bildrauschen auftritt, wie beispielsweise die Fachseite efotocine berichtet. Welche Verbesserungen bringt die Kamera im Vergleich zum Vorgängermodell? Das Touchscreen-Display lässt sich um 180 Grad nach vorne klappen und hilft so beispielsweise beim Schießen von Selfies. Bildquelle: Panasonic.com. Viel hat Panasonic nicht geändert. Das augenscheinlichste Merkmal ist der elektronische Sucher, der komplett überarbeitet wurde und nun mit 2,33 Megapixeln anstatt 1,2 Megapixeln auflöst. Wenn Sie häufig mit dem Sucher arbeiten, kommt Ihnen zudem die leicht gestiegene Vergrößerung zugute, die nun bei 0,53-fach liegt. Der Blick mit Brille durch den Sucher verbessert sich ebenfalls. Einen weiteren Vorteil bietet das neue Modell, wenn Sie Ihre Kamera gerne dauerhaft mit dem Smartphone koppeln möchten, beispielsweise um GPS-Daten in die Fotodateien einzubinden oder Bilder automatisch auf das Smartphone zu übertragen. Dies ist bei der TZ96 per Bluetooth 4.2 möglich, womit Sie im Vergleich zur WLAN-Verbindung Strom sparen. Lohnt sich ein Umstieg von der TZ91? Die TZ96 soll im Mai 2019 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 450 Euro erscheinen, das sind etwa 100 Euro mehr als die TZ91 derzeit kostet. Ein Umstieg lohnt sich nur, wenn Sie den Sucher intensiv nutzen und mit der Darstellung bisher unzufrieden waren.
Auch als Neukunde könnte die TZ91 aufgrund des niedrigeren Preises immer noch die interessantere Alternative sein, insbesondere, wenn der Sucher für Sie nur eine nachrangige Rolle spielt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Nikon Coolpix P950. Mit der Coolpix P950 bringt Nikon eine überarbeitete Version der P900, die bereits seit fast 5 Jahren auf dem Markt erhältlich ist. Da hat sich selbstverständlich einiges getan. Lohnt sich der Umstieg auf das neuere Modell? Lohnt sich der Kauf allgemein oder gibt es am Markt günstigere Alternativen? Welche neuen Möglichkeiten für Fotos und Videos bieten sich? Verglichen mit dem Vorgängermodell können Sie mit der P950 nun auch im RAW-Format fotografieren. Das ermöglicht Ihnen mehr Spielraum bei der Bearbeitung der Fotos, zum Beispiel in Lightroom oder Photoshop. Die Fotos lösen mit 15,9 Megapixeln auf. Aber auch Videofilmer können sich freuen, die Bridge-Kamera nimmt nun nicht mehr nur in Full HD, sondern auch in 4K mit 30p auf. Für Full HD-Videos stehen 60p zur Verfügung. Sollten Sie auf Zeitlupeneffekte Wert legen, können Sie allerdings nur in HD mit einer zweifachen Zeitlupe oder in SD mit vierfacher Zeitlupe aufnehmen. Auch eine Zeitrafferfunktion können Sie nutzen. Das Display der P950 lässt sich komplett variabel klappen und schwenken. Das ermöglicht Ihnen Aufnahmen aus jeder beliebigen Perspektive und sorgt für extreme Flexibilität. Bildquelle: nikon.de. Viel Leistung im kleinen Gehäuse? Wie auch beim Vorgängermodell decken Sie mit dem 83-fachen Zoom-Objektiv einen Brennweitenbereich von 24 bis 2000 mm, Kleinbild-Äquivalent, ab. Bei so viel Brennweite bleibt die Lichtstärke natürlicherweise etwas auf der Strecke. Auch der Bildsensor ist mit einem 23. Zoll recht klein und löst wie auch der Vorgänger nur mit 16 Megapixeln auf. Möchten Sie aber viel Brennweite in einem möglichst kompakten Gehäuse, dann lässt sich das eben nur auf diese Art realisieren. So manche Fotografen haben bereits die P900 gerne als schlanke Zweitkamera für extreme Teleaufnahmen dabei, denn auf ihrem Gebiet liefert sie nichtsdestotrotz eine tolle Leistung ab. Ein großes Plus ist auch der eingebaute optische Bildstabilisator. Bei Videoaufnahmen können Sie diesen sogar noch um eine elektronische Bildstabilisierung erweitern. Wovon kann ich sonst noch profitieren? Neben einem dreh- und schwenkbaren Display, das mit 921.000 Pixeln auflöst, steht Ihnen auch bei der P950 wieder ein elektronischer Sucher zur Verfügung. Diesmal handelt es sich um eine OLED-Version, die mit 2,36 Millionen Pixeln viel höher auflöst als der Sucher des Vorgängers. Um bei Videoaufnahmen Ihre Tonqualität zu verbessern, stellt Nikon einen Mikrofonanschluss zur Verfügung. Und auch bei der Datenübertragung hat sich etwas getan, kamen beim Vorgänger noch WLAN und NFC zum Einsatz, setzt Nikon hier nun auf die SnapBridge-App mit Bluetooth und WLAN. Für kleine Vorschaubilder, die 2 Megapixel nicht überschreiten, genügt die Übertragung per Bluetooth. Größere, hochauflösende Fotos übertragen Sie per WLAN. Außerdem können Sie die Kamera damit auch fernsteuern und die Live-Bilder übertragen. Sollte ich mir die P950 zulegen? Es gibt schon wirklich eine ganze Menge Vorteile, die für das neue Modell sprechen. Zwar kostet der Vorgänger nur noch rund 475 Euro, dafür erhalten Sie aber mittlerweile auch ein Modell, das kaum noch auf der Höhe der Zeit ist. Möchten Sie im Urlaub einfach nur ein paar tolle Schnappschüsse mit einer extremen Brennweite machen, dann tut es sicher auch die P900. Haben Sie aber einen etwas höheren Anspruch, möchten Ihre Bilder gerne im RAW-Format besser bearbeiten können, 4K-Videos aufnehmen oder von verbesserten Übertragungsmöglichkeiten profitieren, dann ist die P950 definitiv die richtige Wahl. Ab Anfang Februar 2020 wird sie zu einem Preis von 899 Euro erhältlich sein. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Canon PowerShot G5X Mark II. Größerer Zoom und kleineres Gehäuse, ein idealer Reisebegleiter. 1 Zoll Sensor und ein lichtstarkes Zoom-Objektiv in einem kompakten Gehäuse, die PowerShot G5X Mark II erbt die guten Eigenschaften ihrer Vorgängerin G5X. Bei der Brennweite legt sie sogar noch eine Schippe drauf und bietet nun einen fünffachen statt eines 4,2-fachen Zooms.
Das macht die kompakte Kamera zu einer sehr vielseitigen Reisebegleiterin, die Sie locker in der Jackentasche unterbringen können. Der auffälligste Unterschied zum Vorgänger ist der elektronische Sucher, der nicht mehr mittig auf dem Gehäuse sitzt, sondern links am Rand aus dem Gehäuse herausfährt und dadurch Platz spart. Der Fachseite efotozine.com zufolge liefert er ein scharfes und klares Bild. Trotz ihrer kompakten Maße verfügt die Kamera über eine verhältnismäßig große Griffwulst, wodurch sie gut in der Hand liegt. Der Sucher der PowerShot G5 X Mark II fährt aus dem kompakten Gehäuse. Bildquelle: Canon.de. Wie schlägt sich die G5 X Mark II in Sachen Bildqualität? Umfangreiche Tests zur Bildqualität stehen zwar noch aus, erste Sampleaufnahmen beispielsweise auf efotozine.com zeigen allerdings eine hohe Detaildichte und lassen auf ein gutes Rauschverhalten in höheren ISO-Bereichen hoffen. Auch das Vorgängermodell konnte bereits mit guter Bildqualität überzeugen. Zeitgemäßer Videomodus. Wie es sich für eine moderne Edelkompakte gehört, nimmt die G5 X Mark II jetzt auch in 4K-Auflösung auf. Wenn Sie sich für Zeitlupenaufnahmen interessieren, können Sie auf Full HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde zurückgreifen. Praktisch für Videos ist auch das klappbare Display, das Sie für Selfie-Aufnahmen um 180 Grad nach oben klappen können. Einige Filmer werden dennoch das vollbewegliche Display des Vorgängers bevorzugen, das noch etwas mehr Flexibilität bietet. Welche Schwächen sind vorhanden? Die Akkulaufzeit ist mit rund 230 Aufnahmen, gemessen nach Cheaper-Standard, verhältnismäßig kurz. Sie sollten auf jeden Fall die Anschaffung eines zusätzlichen Akkus einplanen. Zudem fehlt der Blitzschuh der Vorgängerin, sodass Sie mit dem kleinen internen Ausklappblitz auskommen müssen. Schade ist zudem, dass die Kamera nicht mit einem Staub- und Spritzwasserschutz ausgestattet wurde. Gerade auf Reisen und im Outdoor-Bereich wäre das von Vorteil gewesen und angesichts des stolzen Preises ein erfreuliches Feature. Ist die G5 X Mark II Ihr Geld wert? Ab August wird diese Edelkompakte für etwas über 900 Euro angeboten, das ist eine Ansage, liegt aber nur wenig über dem, was derzeit für Konkurrenzmodelle wie die Sony RX 100 Volt oder die Panasonic Lumix LX 102 aufgerufen wird. Wenn Ihnen die Videofunktionen weniger wichtig sind und Sie auch auf die letzten Millimeter Brennweite verzichten können, sollten Sie sich auch das Vorgängermodell G5X nochmal etwas näher anschauen, das schon für unter 600 Euro den Besitzer wechselt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Nikon Coolpix P1000. Der beeindruckende Zoombereich erstreckt sich von 24 bis 3000 mm, umgerechnet ins KB-Format. Damit liefert die Bridge-Kamera einen etwas größeren Weitwinkel als viele Standard-Zoom-Objektive. Das ist besonders für Landschaftsaufnahmen praktisch. Gleichzeitig ermöglicht der gewaltige Zoom Nahaufnahmen weit entfernter Objekte. Aufnahmen im Makrobereich sind ebenfalls möglich, allerdings muss der Fotograf dafür sehr nah an sein Motiv heran. Im Körper einer Spiegelreflexkamera. Die P100 bringt es mit voll ausgefahrenem Objektiv auf eine stattliche Länge. Quelle: Nikon. Nicht nur der Zoombereich, auch das Gehäuse fällt stattlich aus. Mit einer Breite von 14,6 cm und einer Tiefe von 18,1 cm bei eingefahrenem Objektiv misst sie so viel wie eine kleine DSLR mit angesetztem Zoomobjektiv. Hinzu kommt das stolze Gewicht von fast 1,5 kg. Wer einen Allrounder für unterwegs sucht und auf den immensen Zoom-Faktor verzichten kann, findet leichtere Modelle unter den Bridge-Kameras. Dafür ähnelt die Bedienung der einer Spiegelreflexkamera und ermöglicht erfahrenen Fotografen schnelle manuelle Einstellungen. Für Einsteiger stehen verschiedene Schnappschussmodi zur Verfügung. 4K-Videos und Mikrofoneingang. In Sachen Video zeigt sich die Kamera auf der Höhe der Zeit, sie liefert 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde und kann per 3,5 mm Klinkenbuchse mit einem externen Mikrofon erweitert werden. Wer mit dem riesigen Zoom filmt, sollte aber auf eine feste Unterlage achten, damit die Aufnahmen einigermaßen zitterfrei bleiben. Bei der Akkulaufzeit schwach auf der Brust. Obwohl das Gehäuse von der Größe her mit einer DSLR mithalten kann, fällt die Akkulaufzeit deutlich niedriger aus, gemessen nach dem Cheaper-Standard sind etwa 250 Aufnahmen möglich.
Für ausgedehnte Fotoeinsätze sollten Nutzer auf jeden Fall einen Ersatzakku einplanen. Keine Wunder bei der Bildqualität. Der in der P1000 verbaute Sensor misst gerade einmal so viel wie die Sensoren, die in den meisten Kompaktkameras verbaut sind. Dadurch ergeben sich Einschränkungen in der Bildqualität, die vor allem bei schlechteren Lichtverhältnissen zutage treten. Ein Problem, mit dem sich auch der Vorgänger Coolpix P900 herumschlagen musste. Wer wird mit der P1000 glücklich? Wer gerne auf die Pirsch geht und Tiere fotografiert, der findet hier eine Kamera, die eine beeindruckende Nähe ermöglicht. Allerdings ist sie eher für den Zoo als die freie Wildbahn geeignet, da die Lichtverhältnisse schon stimmen sollten, um gelungene Aufnahmen zu bekommen. Ein scheues Tier in der Dämmerung, das sich vielleicht auch noch bewegt, wird mit dieser Kamera nur schwer zufriedenstellend einzufangen sein. Dafür reichen die Lichtstärke des kleinen Sensors und die Blende von f/8 im Telebereich einfach nicht aus. Ein dankbareres Motiv ist da der Mond, für den die Kamera eigens über einen speziellen Aufnahmemodus verfügt. Dieser lässt sich in beeindruckender Größe bannen, die Benutzung eines Stativs ist hierbei aber Pflicht. Gibt es günstigere Alternativen? Der von Nikon aufgerufene Preis von rund 1.100 Euro ist ziemlich happig. Wer auch mit etwas weniger Zoom zufrieden ist, bekommt das Vorgängermodell Nikon Coolpix P900 bereits für die Hälfte dieser Summe. Wer auf eine gute Bildqualität auch bei schlechten Lichtsituationen Wert legt, der sollte sich auch mal die FZ2000 von Panasonic ansehen. Sie bietet zwar nur einen 20-fachen Zoom, kommt jedoch mit einem größeren Sensor, der eine insgesamt bessere Bildqualität verspricht. Zudem ist sie fast ein halbes Kilo leichter. Undefined.